Ich doch. Schließlich bin ich der Führer. Nö, das bist du nie. Hallo, lecker, hallo. Oh, ich hab richtig Kohldampf, ey. Hallo. Kohldampf hab ich auch. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Außer zwei Duplos. Wow. Wahnsinn, ne? Wie spät ist es? 19.47 Uhr. Nicht, dass du dich überfrisst. Mhm. Boah, mein Mann. Ja, aber ansonsten immer beschweren, dass ich hier... Boah, fress. Ja, ja, gut, aber das ist ja eher die Art, wie du frisst. Ja, Moment. Hallo? Nur weil ich leidenschaftlich gerne Chips esse? Leidenschaftlich gerne? Das ist ja eher so, als würdest du die in dir reinwerfen. Der hat dann niemals gekaut, hat da schon wieder beide Hände in der Tüte. Die waren halt lecker, mein Gott. Huch! Siehst du das jetzt davon? Ja? Ja? Vielleicht noch einer. Ja? Ach ja, komm, ist mal echt. Ah! Hier ist so eine kleine Mumu. Ah, schön. Da ist noch einer. Let's dance, baby! Kommt doch vor, wenn mal lustig sein für hier, ey, da bist du sofort bestraft. Ich möchte jetzt geht's hart in her. Ich möchte das Schwarzpulver haben, denn ich möchte irgendwie mal irgendwas mit TNT bald machen, oder? Was sagst du? TNT, I'm Dynamite. Heißt es nicht Ent-Dynamite? Echt? Ich meine ja. Keine Ahnung, ich habe den Song nicht geschrieben. Ich auch nicht? Oh, Peter hat mal was nicht produziert. Für Videospiele, die wir spielen. Also alle, die wir spielen. Mhm. Und spielen werden. Hast du produziert. Auf jeden. Das Ende. Das Ende. Das ist der End-Sick. Ins End könnten wir auch mal gehen, wenn wir vernünftig ausgerüstet sind. Bitte wo? Also ich weiß gar nicht, du bist ja eh nicht so in der Materie, sag ich mal. Bei Minecraft ist es ein auch Ende, ne? Schon. Ja, ja, laber weiter. Also bei Minecraft gibt es ein Ende. Das können wir auch mal machen. Also nach dem Ende geht es natürlich weiter, was natürlich mit dem Schwachsinn ist, dass dann ein Ende zu nehmen. Mhm. Aber das könnten wir machen. Dass wir da mal hingehen. Total, also wenn uns das den Endsieg bringt, dann müssen wir das auf jeden Fall riskieren. Ich frage jetzt natürlich, ob die Abonnenten wollen, dass wir den Endsieg holen. Wollt ihr den totalen Krieg? Da ist nichts mehr, Pet. Nee. Gib's auf. Gib die Hoffnung auf, Pet. Da ist nichts mehr. Also ich bin jetzt, nicht, dass ich dich wieder verliere, genau. Ja, das hat sich ja fast gelohnt. Ja, total. Total. Mal gucken, aber warte, dann nehme ich hier noch Le Eisen mit. Das hat sich fast genauso viel gelohnt hier. Hier haben wir wenigstens 6 Eisen. Wie bitte? Hier haben wir wenigstens 6 Eisen. Achso, habe ich gerade was Falsches verstanden. Was hast du denn verstanden? Ja, nee, das sage ich jetzt immer nicht. Kuh hast du verstanden? Kuh habe ich verstanden, genau. Nee. Aber mal hier rein, voller volles Risiko. Geh aufs Ganze mit Jürgen... Wie hieß der? Milski. Und dem Zonk. Ach nee, dann hieß er nicht Jürgen Milski. Jürgen Milski ist ja der vom Big Bursa. War das nicht Jürgen Drews? Nein, Jürgen Drews ist der Sänger. Ja, können ja sein, dass beide Jürgen Drews heißen. Natürlich. Kann ja sein. Schon wieder hin. Folge den Fackeln. Fuck, ey. Da bist du ja voll weit weg. Oh, hier ist Eisen. Oh, mit Nimin. Oh, hier ist Bjornstone. Mit Nimin. Oh. Wo ist hier bei den Runen gekommen? Oh, hier ist Lava. Dick da reinschubsen. Wie wir's damit? Da oben, jo. Du. Gut, dass ich das doch nicht treffe. So. Ja, ist auch schwer mit so einem Gerät. Oh, hallo. Ja, ich bin BTW wieder out of Le Fackel. Aua. Da kam was runter. Oh, honey, you wanna dance, huh?
Aber da uns oben können wir echt mal gucken. Warte mal, ich mach eine neue Fackel. Was können wir gucken? Was da oben ist. Ich mach mir kurz neue Fackeln. Ja, Momentchen, dann nehme ich hier mal die... Den Eisen! Aus der Wand, so. Schon erledigt. Schon? Hallo? Achso, ich dachte, du warst schon um. Du gehst doch nicht raus! Nein! Also du stehst da so in aller Ruhe, auf einmal Wumms, Wumms, Wumms. Bums, 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 Blüter and Cyan. So, wo geht's denn lang? Ich würde erstmal sagen, wir gehen geradeaus. Neues Glück, neue Runde. Huch. He wants to dance with you as well. Komm hier, rechter weg. Das ist eine Spanner. Ein Spanner ist das. Ein Spanner, ja. Dreckiger Spanner, ey. Hau ab, du Spanner. Also mich oder dich bespannt? Mich natürlich. Wer will dich schon bespannen? Er gönnt sich wieder Eisen. Hallo. Hier ist auch schon wieder Mine Ende. Oh ne, don't. Oh no, true, huh? Mit Melonenkern, ein Goldbarren und zwei Eisenbarren. Da geht's was? Weiter. Warte, ich will mir kurz ja auch mal das Eisen. Hier ist wieder Ende, aber wir können hier mal hier hinter Le Kies gucken. Ist da wieder Werbung Ende, oder was? Da ist... genau, Werbung Ende. Aber hier ist nix. Was machst du da? Ich bin mal runtergegangen. Lol. Also ganz runter. Genau. Hm. Schon denn schon. Hier ist Eis. Und hier sind wir wieder. Oh, Eisen war da. Oh! Ich hab dich auch ganz dolle lieb, Pet. Schauen wir mal, ob hier noch was ist. Ich werde dir gleich mal ein Fäckelchen setzen. Hier ist nichts. Ja, da könnte was sein. Hier ist auch noch Eisen. Oh! Ozone? Was haben die nochmal gesungen? Hatten die, haben ja, die nicht Gustav gesungen? Und, genau, was kannst du sagen? Haben die nicht Noma, gesungen? Noma, Noma, ey. Katapult, da. Aber voll schon komisch, ne? Überleg mal, dass einfach irgendeine Fremde das gecovert hat. Hm? Ozone auf 1 und die auf 2. Hamachi hießen die, glaube ich, ne? Oder Hamachi? Hamachi, echt? Die sind nicht so richtig komisch. Was ist denn hier? Es war irgend so eine Coverband, keine Ahnung, aber beide waren hier, weiß ich nicht, aber beide waren One-Hit-Wonder und haben Kohle damit gemacht. Ja, wollte schon sagen, aber gut, außer natürlich am meisten. Ich gehe mal davon aus, dass es deren Lied war, oder? Bitte? Ich gehe mal davon aus, dass es Ozones Lied war, oder? Hm. Oder war das generell gecovert? Nee, ne? Das war aber nicht mal. Wie viel Kohle Ozone damit gemacht hat? Ja, allein durch das Lied an sich waren sie auf 1? Und was meinst du, wie viel Kohle die von diesen von der Coverband gekriegt haben, dafür, dass sie auf 2 stehen? Es reicht ja, theoretisch, einmal einen Megasong zu haben und du brauchst den Leben lang nicht mehr arbeiten. Richtig. Vor allem, wobei das Lied danach war auch nicht schlecht von außen. Das ist ja typisch. Man macht ja einen Hit und danach macht man noch so ein Lied. Das ist dann so, ja, kann man hören, muss man aber nicht. Und dann hört es ja auf. Ja, jetzt würde ich sagen, veröffentlichen wir endlich mal unsere Single. Wir sollten uns langsam mal trauen, denn wir haben schon was aufgenommen. Aber Kevin sagt die ganze Zeit, nee, er traut sich nicht. Oh, voll die Puss. Aber ich würde mal sagen... ja, genau. Ich würde mal sagen, wird an der Zeit, hier den Song zu releasen. Ja, dann hau doch mal raus. Stimm doch mal an. Okay. Bin schüchtern. Ja, siehst du, du kleine Puss. Dann sing du halt. Er geht ja nicht, denn dein Teil ist ja der erste. Nee, wir können ihn mal tauschen. Nee, das geht nicht. Ich kann deinen gar nicht. Hier, der Text. Ja, ich sitze ja nicht neben dir. Ich sitze ja gerade zu Hause. Gemütlich. Tut mir leid, ich hätte es jetzt gerne natürlich gemacht, aber... Seht ihr? Seda? Seda? Wie ihr euch wieder hier sitzen lässt? Ja, klar, ich bin Minky. Sagen wir mal, ich enttäusche dann mal 475 Leute. klar, sagen wir mal, Pat, wieso bringst du mich da wieder ins Spiel? Ja, wie gesagt, stimme ein und ich stimme mit. Hier oben ist Eisen.
Okay, dann singen wir mal. Aber bitte jetzt nicht improvisieren, bitte auch wirklich unser richtiges Lied, ja? Na, okay. Deutschland, Deutschland. Was? Überall. Das kenne ich nicht. Ich habe auch mit komponiert. Also ich habe es komponiert, die Melodie, und du hast den Text geschrieben. Nee, so stimmt das nicht. Okay, okay. Jetzt bitte unser richtiges Lied. Ich wollte zwar, ja, okay, dann machen wir jetzt eben die Uncut-Version. Pet über alles. Über alle. Ja. Sing weiter. Nee, auf keinen Fall. Das ist nämlich nicht unser Lied. Ich habe das als unser Lied anstimmen. Ja, es ist unser Lied. Nein. Was ist denn sonst unser Lied? Ja, du weißt doch ganz genau, was unser Lied ist. Nee. Das ist traurig, Pet. Nee. Wir haben das so lange aufgenommen gehabt, weil du immer so oft versagt hast. Nee. Die Töne nicht getroffen. Nee. Und so. Nee. Und nee, also nee. Ich bin enttäuscht. Hier waren wir überall schon. Ja. Nee. Aua. Das war ich nicht. Ich habe gar kein Schwert in der Hand. Ich habe Fackeln in der Hand. Mit denen kann man auch fackeln. Ja, soll ich dich abfackeln? Ja, abfackel mich mal. Aua. Ja. Ich soll dich doch abfackeln. Aua. Du solltest mich nicht abfackeln. Sicher nicht? Nee, sicher nicht. Also hier scheint nichts zu sein. Ich merk's auch gerade. Wie kommen wir denn hier wieder raus, ladies and gentlemen? In welche Richtung ist denn Le Haus? Ja, die sind beide vor allem. Alle drei Punkte sind ungefähr gleich, aber zum Haus sind es 420 Meter. In die Richtung ungefähr halb rechts, ja. Also gehen wir mal so weit es geht und dann würde ich sagen, ab in sie eher. Ja, guck mal, hier sind wir James wieder. Wie ist der Raum komisch, finde ich, findest du nicht? Mm-hmm. Weil der ist einfach so da. Weißt du? Also, dann schlag mal eine Richtung an. Ich denke mal, nach unten müssen wir nicht. Hier so. Genau hier. Ja, dann nehmen wir mal einfach spontan. Genau, hätte ich auch gesagt. Wir müssen natürlich hoch, ne? Hier geht's weiter, oder hier kommen wir irgendwo wieder raus. Ja, dann gehen wir nochmal ein Stück weiter. Dann nehmen wir den jetzt hier einfach. So, ich habe meinen Teil getan, du bist dran. Ich habe getan, was ich konnte. Guck mal, ich mach dir sogar Licht. Nein. Hammer, du grundgütiger Mann. Ja. So würde ich begrüßt werden. Du grundgütiger Mann. Ja. Nochmal. Ja, bitte. Du grundgütiger Mann. Nee, es reicht. Irgendwann klingt es halt nicht mehr glaubhaft, weißt du? Achso. Achso. Ah. Achso. Mr. Spock. Mopsgeschwindigkeit. Kannst du gut. Ja. Hab auch synchron gesprochen. Den deutschen Schauspieler.